Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend, herzlich willkommen zu Extra 3. Herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick. 2019, wir machen heute den großen Jahresrückblick. Es ist kein gewöhnlicher Jahresrückblick mit rührseligen Momenten und gefälligen Plaudereien. Das wäre uns zu jauchig. Nein, was Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, in den nächsten 30 Minuten erleben können, das sind Highlights. Und zwar Highlights unterbrochen von Highlights. Also das bewährte Extra-3-Prinzip, möchte ich sagen. Wir haben Sie in den vergangenen Wochen abstimmen lassen über die besten Extra-3-Filme 2019 in einem komplizierten Verfahren. Es gab 23 Regionalkonferenzen, auf denen die Filme vorgestellt wurden. Dann wurde tagelang gewählt. Und heute ist es endlich soweit. Heute zeigen wir Ihnen die Gewinner. Ein Dauerthema des Jahres war natürlich der Brexit. Jetzt dauert es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Dann haben wir es auch geschafft. Morgen stimmen die Briten ab über ein neues Parlament. Und, Boris Johnson mit seinen Tories liegt vorn. Johnson hat aber auch wirklich Großes versprochen. Zum Beispiel, dass es nach dem Brexit einen Babyboom in England geben wird. Er hat wörtlich gesagt, es werde eine Welle von Liebe und Romantik geben. Klar, ja, in einem Land, wo es nach dem Brexit wahrscheinlich eine sehr hohe Arbeitslosigkeit geben wird, ist Sex eine durchaus angenehme Möglichkeit, den Tag rumzukriegen. Mal abwarten. Diesen Babyboom-Effekt, sagt Johnson, diesen Babyboom-Effekt habe es angeblich auch nach den Olympischen Spielen in London gegeben. Das ist erwiesenermaßen nicht wahr. Aber eben auch nur eine der tausenden von Lügen, mit denen Johnson die politische Kultur in England gerade zerstört. Er schwebt dermaßen über den Dingen. Ja, es stört ihn nicht mal, wenn eine Kamera ihn beim Lügen filmt. Wie hier bei einem Gespräch in einem Krankenhaus mit dem aufgebrachten Vater eines Patienten, der Johnson mit dem erbärmlichen Zustand des Nationalen Gesundheitsservice konfrontiert. It's been destroyed and now you come here for a press opportunity. Well, actually, there's no press here. What do you mean there's no press here? Who are these people? Das ist eine Reisegruppe, die haben sich verlaufen. Die wollen zum Buckingham Palace. Ja, nein, ich sehe keine. Sehen Sie Presse? Ich sehe keine Presse. Nein, was ich sehe, das ist ein Yeti, der mit einem Einhorn knutscht. Das sehe ich. Ich meine, Sie haben Ihre Realität, ich habe meine Realität. Auf Fakten hat Boris Johnson einfach keinen Bock. Ihm geht es darum, der zu sein, der den Brexit durchzieht, um nichts anderes. Und es ist ja inzwischen völlig klar, dass dieser Brexit Großbritannien schaden wird. Aber es ist offenbar auch den meisten Briten Schnurz. Bei einer Eurobarometer-Umfrage gaben 40% der Briten an, sie hätten kein Interesse an Politik. Und das Schlimme ist, das Unterhaus gehört offenbar dazu. Die Opposition hat es nicht geschafft, eine einheitliche Front gegen Johnson zu bilden. Labour-Chef Jeremy Corbyn ist so dermaßen heiß darauf, selber Premierminister zu werden, dass er gar nicht merkt, dass er natürlich der falsche Mann ist. Er kann die Wähler der Mitte nicht erreichen. Er kann auch die Anti-Brexit-Stimmung, die es ja im Land auch gibt, überhaupt nicht aufnehmen, überhaupt nicht bündeln. Außerdem hat Corbyn ein Antisemitismus-Problem. Also er hat kein Problem mit Antisemitismus und genau das ist das Problem. Aber immerhin, das Verschieben und das Wiederverschieben und das nochmal Verschieben, das hat dann ein Ende. Und wie es der Zufall will, passt genau dazu Ihr Extra 3 Lieblingssong 2019. Natürlich von Dennis Gaub und Jesko Friedrich. Kein Ende des Brexit-Chaos in Sicht. Das Unterhaus in London stimmt gegen ein. Ich komm hier nicht mehr mit. Die ganze Union reiert schon. Immer nur Brexit. Fuck you, EU! Zäh wie Brei und noch nicht vorbei. Dieses ständige Gebrüll. Jeder macht doch, was er will. Euer Rumgeeier ist der letzte Müll. Bitte geht doch einfach raus. Eyo, eyo. Bitte zieht doch endlich Leine. Eyo. Die Luft ist raus im Unterhaus. Eyo, eyo. Und eine Mehrheit hat hier keiner. Eyo. Diesem Typ ist alles Wurst und er hat für Gesetze keinen Respekt. Und das Parlament wird umgecheckt. Bitte geht doch einfach raus. Eyo, eyo. Bitte zieht doch endlich Leine. Eyo.
alles endlos durchgekaut, Land gespalten, schade drum, ihr wart mal toll. Doch jetzt haben wir von euch die Schnauze voll. Zum klimapolitischen Jahresrückblick 2019. Kurzfassung, es passiert zu wenig und das zu langsam. Ein Beispiel für die Zögerlichkeit der Bundesregierung. Obwohl sich Experten einig sind, dass der Kohleausstieg bis spätestens 2030 vollzogen sein muss, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, wird das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland voraussichtlich erst im Jahr 2038 vom Netz gehen. Und die deutsche Wirtschaft jammert, ja, dass sie durch strengere Klimaschutzgesetze einen Wettbewerbsnachteil hätte. Die jammern die ganze Zeit. Auch Peter Altmaier sagt immer Vorsicht. Ja, mit schöner Regelmäßigkeit sagt er Vorsicht. Bloß kein Wettbewerbsnachteil. Und Peter Altmaier hat ja schon im vergangenen Jahr die passende Devise ausgegeben. Uns ist es wichtig, dass wir uns realistische Ziele setzen, die wir auch einhalten können. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, was geht. Aber wir sollten für ein realistisches und machbares Ziel kämpfen. Und es hat unschätzbare Vorteile, wenn man sich realistische, vielleicht sogar sehr, sehr einfache Ziele setzt. Das macht vieles leichter. Jetzt neu, das realistische Ziele-Workout von Peter Altmaier. Das war das realistische Ziele-Workout von Peter Altmaier. Am meisten Nachholbedarf bei der CO2-Reduktion hat in Deutschland der Verkehrssektor. Jetzt hat das Umweltbundesamt gerade die klimapolitischen Maßnahmen des Verkehrsministeriums scharf kritisiert. Zu wenig, zu wirkungslos, völlig unzureichend. Verkehrsminister Andreas Scheuer kann, glaube ich, zufrieden sein. Völlig unzureichend ist seit Monaten das Beste, was über seine Arbeit gesagt worden ist. Das Umweltbundesamt sagt, wir brauchen unter anderem ein Tempolimit und steigende Spritpreise. Und Scheuer? Der Verkehrsminister lässt ausrichten, es gebe bereits ein Klimapaket und die Bürger erneut mit Verzicht, Verbot und Verteuerung aller Bundesumweltamt in Panik zu versetzen, ist der falsche Ansatz. Der völlig falsche Ansatz. Andreas Scheuer hat sich schon eine gelbe Weste angezogen, eine Mistgabel gegriffen und eine Fackel angezündet und ich wette, der geht notfalls zusammen mit dem ADAC auf die Barrikaden. Dann durften wir diese Woche noch was sehr Interessantes lernen. Kein einziges Politikerauto in Deutschland hält den CO2-Grenzwert ein. Und der größte Sünder ist, dreimal dürfen Sie raten, Verkehrsminister Andreas Scheuer. Ja, dazu, es geht ja immer weiter. Dazu kommt Scheuers Mautaffäre. Damit hat er sich ja quasi jetzt schon selbst ein Denkmal gesetzt. Der Mautuntersuchungsausschuss im Bundestag nimmt morgen seine Arbeit auf und alle fragen sich, warum ist Scheuer überhaupt noch da? Warum tritt er nicht zurück? Warum lässt Merkel ihn weiter gewähren? Ich glaube, der Grund ist folgender. Es gibt keinen geeigneten Nachfolger. Vor Scheuer war der Verkehrsminister Dobrindt. Alexander Dobrindt, auch CSU. Davor Peter Ramsauer, ja, auch CSU. Also diese Reihe, Dobrindt, davor Ramsauer, danach Scheuer. Wie will man das toppen? Da sagt selbst die CSU, Leute, so schnell kommen wir bei der Produktion von Nulpen einfach nicht hinterher. In diesem Jahr hat Autofreund Andreas Scheuer von uns, von Extra 3, eine ganz besondere Auszeichnung bekommen. Es ist Ihr Lieblingsfilm in der Sparte Außenreportage und ich finde, das passt ja wohl wie Arsch auf Vollschalen-Sportsitz. Tobias Schlegel, übernehmen Sie. Es ist an der Zeit, einen Mann für seine Verdienste für die deutsche Autoindustrie auszuzeichnen. Im Namen der deutschen Autolobby bekommt Andreas Scheuer heute von mir die Urkunde als Autoverkäufer des Jahres. Und wo geht das besser als beim Future Mobility Summit? Hier diskutiert der Minister mit der Branche über so einen Quatsch wie Verkehrswende und alternative Antriebe und macht schön einen auf Verkehrsöko. Dabei weiß der Andi genau, worauf es ankommt. Ist doch ein guter Mann. Ist doch Gold wert für die Autoindustrie. Ja, kommt auf, ja, genau, für die Autoindustrie ist er ein guter Mann. Das ist richtig, ja. Aber ich fühle mich als Stadtbewohner hier und als Bürger da von ihm nicht gut vertreten. You like German fast cars? Yeah, fantastic. I like German car. Ja. Und er sorgt dafür, dass es so weitergeht für die Autobranche. Okay. Andi Scheuer ist der Man. Der Mann, der möglichst viele Autos verkaufen will. Und das um jeden Preis. Frei nach dem Motto, talks like shit, but saves the Autoindustrie. Ich bin ja mit hier Andreas Scheuer, bin ich ja im Cabrio-Club. Ne? Und wir fahren öfter mal so nach Kitzbühel mit 200 Sachen. Zack!
Nein. Und dann nicht mehr zu wissen, ist es eine Kuh oder ein Pferd, woran man vorbeifährt. Was haben Sie denn für eine Sozialisation genossen? Wissen Sie, wie oft der sich letztes Jahr mit Umweltverbänden getroffen hat? Na? Sag nicht null. Kein einziges Mal. Ach. Eben, denn was ist schon ein Klima gegen zehntausende Arbeitsplätze? So, Zeit für die Preisverleihung. Herr Scheuer, im Namen der deutschen Autolobby darf ich Ihnen einen Preis überreichen. Ja, gerne. Ja, Sie sind nämlich der Autoverkäufer des Jahres und dafür kriegen Sie super. Den goldenen Auspuff. Vielen herzlichen Dank. Sie sind unser bester Mann. Danke. Ja? Danke. Ich bin so dankbar. Wollen Sie noch was sagen irgendwie? Nee, ich bin machen Sie weiter dankbar. So. Ich sage danke an mein Team. Ja. Und vor allem, dass Sie immer da sind. Ja, ist natürlich auch dafür der Preis, dass Ihnen der Klimawandel und das Klimaschutzgesetz so sehr am Auspuff vorbeigehen. Gratulation. Hallo? Hat er den Auspuff gerade weggeschmissen? Wie undankbar ist das denn? Dann nehme ich den halt. Hab mir gerade meinen SUV vergolden lassen, da passt das ganz gut. Ein Film von Tobias Döll. Wenn man sich die Frage stellt, wie man CO2 sparen kann, wird eine riesen CO2-Quelle immer vergessen, das Internet-Streaming. Ja? Hallo Generation Netflix. Also Netflix, wenn man sich die CO2-Bilanz anguckt, müsste es eigentlich Böseflix heißen. Der CO2-Ausstoß von Streaming-Diensten ist insgesamt so groß wie der CO2-Ausstoß von ganz Spanien. Irre, oder? Von ganz Spanien. Viele, die das jetzt hören, denken sich, okay, dann wird es mir schwerfallen, aber dann müssen wir alle für das Klima und die Rettung der Menschheit eben Abschied nehmen von Spanien. Jede verdammte Serie sorgt für mehr Schmutz in der Luft. Was meinen Sie, warum mal Game of Thrones immer so Nebel ist? Das liegt daran, ja, das ist Smog. Und dann wird ja auch immer mehr Serverkapazität gebraucht, weil wir immer hochauflösendere Bilder wollen. Früher hatte man einen Röhrenfernseher. Ich weiß auch, da war nichts hochauflösend. Es gab einen Fernseher, der hatte gefühlt zwei Bildpunkte. Also bei uns zu Hause wirklich zwei Bildpunkte, Derek und Harry. Das hat gereicht. Damit ist man rausgekommen. Dann gab es irgendwann HD. Inzwischen schauen alle in 4K. 4K ist wahnsinnig scharf. Wenn man früher Nachrichten geguckt hat, hat man gesagt, guck mal, Klaus Kleber hat einen neuen Anzug. Heute sagt man, guck mal, Klaus Kleber hat Spliss. An den Wimpern. Und da muss auch die Generation Fridays for Future einfach mal ehrlich sein und sich fragen, ist das immer nötig? Muss man so viel streamen? Wenn man Horror sehen will, müssen es dann 30 Folgen Stranger Things in 4K sein. Reicht nicht auch ein Besuch bei der Oma und ein Blick in den ZDF-Fernsehgarten? Die Bilder kriegt man nie mehr aus dem Kopf. Ja, und dann ist es ja heute auch noch normal, dass man mehrere Dinge gleichzeitig guckt. Dann nennt man das Second Screen. Man guckt ja nicht nur was. Man guckt nicht nur Fernsehen. Nein, man streamt gleichzeitig noch irgendwelche Videos auf dem Handy. Second Screen, neben dem Fernseher. So ein Quatsch, das hieß früher Fenster. Second Screen. Und inzwischen ist ja längst nicht mehr Second. Es ist inzwischen ein Trend zum Seventh Screen. Man guckt Fernsehen und man guckt noch auf zwei Smartphones plus Tablet plus Laptop und noch ein Computer und dann noch ein anderer Film und noch ein Fußballspiel mit einem Beamer an die Wand geworfen. Also das ist ein Riesenthema, was viele gar nicht auf dem Schirm haben. CO2 durch Internetnutzung. Ja, ist wirklich ein interessantes Thema. Es gibt zu dem Thema, kann ich Ihnen empfehlen, eine exzellente Netflix-Doku, 36 Teile. Kann ich Ihnen empfehlen, wirklich. Wenn Sie sich da mal, also wenn Sie das vertiefen wollen, wirklich, sehr schön. Jetzt fragt man sich, was tun? Was machen wir jetzt? Viele sagen sich, okay, dann ist vielleicht die Lösung öfter mal ein Inlandsflug. Da geht ja nur Flugmodus, kann man nichts gucken. Es wäre so ein typisch deutscher Lösungsansatz, muss ich sagen. Es ist ja so, in Schweden leiden die Fluggesellschaften, weil es das Phänomen Flugscham gibt. Das heißt, die Schweden schämen sich und fliegen weniger. Die Deutschen schämen sich, machen aber weiter wie bisher, legen so noch mal eine Schippe drauf. Wir Deutschen sind dieses Jahr noch mehr geflogen, haben noch mehr Kreuzfahrten gemacht. Und die Neuzulassungen für SUVs brechen alle Rekorde. Die Abkürzung SUV steht ja für die Litermenge Benzin, die so ein Fahrzeug auf 100 Kilometer schluckt. SUV, selten unter 14. Und da sieht man dann eben, was SUV-Fahrer von der Umwelt halten. Ja, aber man braucht es natürlich. Ist ja auch wichtig. Ein Allradantrieb in der Stadt ist ja ganz wichtig, wenn es mal den Prenzlauer Berg hochgeht, ja. Das sind dann die Typen, die im Sommer in den Alpen mit Flipflops rumlaufen. Aber
Gut, ich meine, es ist ja so schizophren. Gleichzeitig haben die Deutschen Angst vor dem Klimawandel. Das Gute ist natürlich, wenn man so ein Fahrzeug hat, wenn dann der Meeresspiegel steigt, sitzt man im SUV schon mal ein bisschen höher. Da wir in einem Punkt mal sagen, sind wir Deutschen wirklich, da sind wir absolute Spitze. Was tun Sie denn persönlich für das Klima? Wir haben drei Tonnen stehen. Hauptsache, der Müll wird getrennt. Aber hundertprozentig. Aber hundertprozentig wird alles getrennt. Hat jetzt nicht direkt mit CO2 zu tun, aber indirekt natürlich schon. Und da macht uns keiner was vor. Müll trennen können wir wirklich. Und es zeigt zumindest, es ist möglich, sein Verhalten zu ändern. Wenn man erstmal ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, dann geht das. Dazu passend ein weiterer Ihrer Lieblingsfilme 2019 von Freddy Radeke und Max Engel. Okay. Und das ist dann Ihr Geld. Dankeschön. Vielen Dank, schönen Tag noch für Sie. Danke. Bitte nicht schießen. Keine Schüsse. Hör schnell. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Was? Warum denn nicht? Das ist eine Plastiktüte. Das geht ja gar nicht. Wissen Sie eigentlich, was Plastiktüten für die Umwelt bedeuten? Jede Minute werden 15.000 Kilo Plastikmüll in den Ozean gespült. Schnauze! Und müllen uns die Strände voll. Sie Schwein! Ja. Oh. Die Vögel verwechseln die Plastiktüten mit Futter und ersticken dann ganz jämmerlich. Ja, das wusste ich nicht. Sie können meinen Jutebeutel haben. Den können Sie auch wiederverwenden. Für den nächsten Überfall. Oder so. Okay. Herz langsam. Die Maske ist aber nicht aus Nylon, oder? Das glaube ich jetzt nicht. So eine Nylonfaser braucht 400 Jahre, um abgebaut zu werden. Die sind hauptsächlich aus Erdöl, was die Förderung und der Transport allein für die Umwelt bedeuten. Umweltsau. Hier, nehmen Sie meine. Das ist echte Handfaser. Müssen Sie sich aber sputen. Danke. Stopp! Sie haben da jetzt nicht gerade die ganze Zeit draußen Ihren dreckigen Dieselmotor laufen lassen, oder? Nee. Das ist nämlich ein Elektroauto. Och, das kann doch nicht wahr sein! Was die dreckige Lithiumförderung mit dem Ökosystem in Südamerika macht, ist Ihnen wohl völlig egal, was? Gottes Willen! Ja, dann klaue ich mir jetzt da draußen noch ein Fahrrad. Zufrieden? Besser. Und noch etwas hat uns das Jahr 2019 gebracht. Die SPD hat sich neu aufgestellt. Die Partei will in die neue Zeit. Das war das Motto des Parteitags. In die neue Zeit, wann die kommen soll, hat die SPD nicht gesagt. Ich vermute am 29. März. Dann werden wieder die Uhren vorgestellt. Ja, ein paar Tage nach dem Parteitag ist es schon wieder vorbei mit Einigkeit bei der SPD. Es wird schon wieder gestritten. Die neue Spitze will ja einen höheren CO2-Preis. Die SPD-Länderchefs wie Stefan Weil in Niedersachsen und Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern wollen das auf gar keinen Fall. Stefan Weil hat sogar seine Meinung jetzt geändert. Er war erst dafür, jetzt ist er entschieden dagegen. Höherer CO2-Preis, ja? Will er nicht. Also keine guten Vorzeichen für den Start der neuen Spitze, Esken und Walter Borjans. Man hat die beiden ja beim Parteitag mal so richtig in Aktion erleben dürfen. Und ich muss sagen, ja, sie haben sicherlich Stärken, aber sie lassen sie nicht so raushängen. Ist ja auch sympathisch. Also sagen wir, rhetorisches Talent gehört eher nicht dazu. Ich muss auch sagen, wenn ich Saskia Esken reden höre, ich wünsche mir manchmal sogar das mitreißende Charisma eines Olaf Scholz zurück. Wobei man muss sagen, ein Satz von ihr, den fand ich wirklich wunderschön.
Jeder Tag, an dem wir zu wenig tun, ist ein verlorener Tag. Oder? Mal abgesehen jetzt vom Dialekt und der verkackten Betonung. Ist das, also ich verschicke den Satz als Neujahrsgruß. Ja? Jeder Tag, an dem wir zu wenig tun, ist ein verlorener Tag. Und auch Ihr Kollege, der Novabo, auch der Novabo hatte einen schönen Sinnspruch in petto. Glaubwürdigkeit kommt nicht vom Zurückzucken, Glaubwürdigkeit kommt vom Standhaftbleiben. Kurz zurückgezogen, beim Standhaftbleiben. Ne? Also gutes Stichwort, Standhaftigkeit. Die beiden wurden ja eigentlich gewählt, damit sie die GroKo beenden. Das war der Wunsch der 53%, die für die beiden gestimmt hatten. Der Parteitag hat dann aber beschlossen, nicht aus der GroKo auszusteigen, sondern in der Regierung noch so viel wie möglich umzusetzen. Das muss man sich noch mal klar machen. Es war übrigens auch genau die Idee von Andrea Nahles. Dafür hat sie damals gekämpft. Nicht aus der GroKo aussteigen, sondern so viel wie möglich in der Regierung umsetzen. Die wurde abgesägt. Es war auch die Idee von Olaf Scholz. Den wollen sie jetzt aber nicht mehr. Und jetzt hat die SPD zwei neue Vorsitzende gewählt, die genau das Gleiche fordern. Und damit ist die Partei zufrieden. Das ist doch wie ein Gast, der im Restaurant das gleiche Gericht dreimal zurückgehen lässt. Und dann fragt der Koch, sag mal, schmeckt es Ihnen nicht, sagen Sie mal. Und der Gast sagt, doch, lecker, aber ich wollte einen anderen Kellner. Okay, man muss sagen, man muss schon zugeben, doch eins muss man zugeben, die neue Führung setzt Akzente, die die SPD gar nicht mehr kannte. Die fordern auf einmal wieder richtig ja, sozialdemokratisches, zum Beispiel eine Vermögenssteuer. Gab es auch gleich Kritik, Alexander Dobrindt von der CSU hat sofort gesagt, Vermögenssteuer, sowas sind Linksträumereien. Ja, wie hieß noch der letzte linke Träumer, der eine Vermögenssteuer in Deutschland eingeführt hat? Ach ja, Kommandant Helmut Kohl. Ebenfalls muss die SPD, ja. Vencer Remos. Jedenfalls muss die SPD jetzt schnell wieder auf die Beine kommen, auch aus finanziellen Gründen, denn die Partei ist pleite. Sie hat immer weniger Mitglieder, es gibt immer weniger Stimmen bei der Wahl. Und der Schatzmeister hat beim Parteitag ein wirklich düsteres Bild gezeichnet. Liebe Genossinnen und Genossen, ich muss euch heute sagen, die finanzielle Handlungsfähigkeit der SPD ist in Gefahr. Ja, die SPD kann sich schon ihre Infrastruktur nicht mehr leisten. Das Willy-Brandt-Haus zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die es noch halten können oder vielleicht müssen sie untervermieten. Ja, genug Platz ist ja da, dann halt. Matratzenwelt, Nagelstudio, 1-Euro-Shop, wäre kein Problem. Gut. Die SPD ist inzwischen Kummer gewohnt. Auch die Wählerinnen und Wähler der SPD sind Kummer gewohnt. Ich muss sagen, wir bekommen wirklich von SPD-Sympathisanten nur sehr wenige beleidigende oder hasserfüllte Zuschriften. Von anderen Zeitgenossen umso mehr. Und ich kann Ihnen sagen, wir lesen alles. Wir beantworten die Post auch. Also wir lassen sie beantworten. Und zwar heute von einer Frau, die das besonders gut kann. Meine Damen und Herren, hier sind Originalzuschriften an Extra 3 aus dem Jahr 2019. Vorgelesen und beantwortet von Sarah Bosetti. Ja, vielen Dank. Wir haben tatsächlich eine Reihe von Liebesbriefen bekommen von euch. Zum Beispiel schreibt Ralf, Herrn Ehring kann man ihn nicht nennen. Ein Arschloch, was auf Gebührenzahlerkosten seinen geistigen Dünnschiss absondern darf. Lieber Ralf, Arschloch, was auf Gebührenzahlerkosten seinen geistigen Dünnschiss absondern darf, ist tatsächlich der bürgerliche Name von Herrn Ehring. Aber wir fanden das ein bisschen lang. Deshalb haben wir es abgekürzt. Eine Weile nannten wir ihn Arsch, was Gebührengeist absondern. Daraus wurde Arschgebührengeist, was ja quasi ein Synonym ist für Ehe. Und so wurde aus Ehering irgendwie Ehring. Aber lieb von dir, dass du dir die Mühe gemacht hast, ihn bei seinem vollen Namen zu nennen. Andreas schreibt, hallo, in der Sendung vom 5.9.2019 wurde mal wieder über die Wahlen in Ostdeutschland gelästert. Was wäre denn schlimm, wenn die AfD vergleichbar mit der NSDAP wäre? Lieber Andreas, nichts wäre schlimm daran. Die AfD darf gerne genauso sein wie die NSDAP. Also du meinst bestimmt das Tierschutzbündnis NSDAP, niemand soll den Affen peitschen.
Das müsste zwar erst noch jemand gründen, aber dann dürfte sich die AfD gerne ein Vorbild daran nehmen. Der User Boominations fragt auf YouTube, gebt ihr eurem Publikum Alkohol? Lieber Abomination, ja, alle besoffen. Guckst du dir doch mal an. Antifaschist Forever schreibt auf YouTube, ihr habt's geschafft, dass ich euch in Zukunft nicht mehr so viel verfolgen werde und dass diese Sendung Kacke geworden ist. Lieber Antifaschist Forever, vielen Dank. Nicht, dass wir dich nicht mögen, aber wenn du uns ein kleines bisschen weniger verfolgen würdest, wäre das ehrlich gesagt schon eine Erleichterung. Besonders nachts bis vor unserer Haustür musst du uns echt nicht unbedingt folgen, das ist ein bisschen creepy. Und Hassan schreibt, wer hat wen in den Arsch geflickt? Sowas sagen sie in der Sendung. Dann sollten sie auch sagen, wer sie in den Arsch geflickt hat, oder? Lieber Hassan, lass mich dir mit einem Gedicht antworten. Oh Hassan, du willst eine Empfehlung, wo man am besten Ärsche flickt? Sie nähen lässt, sie repariert, das Loch mit schickem Garn bestickt. Klar, lass deinen Hintern flicken, wenn dir das Loch da nicht gefällt. Ich glaube, das geht fast überall, wo man was auf Gesäße hält. Doch während wir noch immer wacker das Loch mit Pobacken ersticken, trägst du dein Arschloch im Charakter. Und das lässt sich so leicht nicht flicken. Ja. Danke, Sarah Bosetti. Es gibt die verschiedensten Arten, mit Hass umzugehen, originell mit Hass umzugehen. Eine Dame aus Eisenach hatte auch eine ganz eigene Art, die beste Realsatire 2019 von Linda Luft. Diese ältere Dame sieht harmlos aus. Dabei ist sie ein richtig schlimmer Finger, sagt die Justiz. Ihr Vergehen? Sie übersprüht Nazi-Schmierereien. Also einfach nur protestieren und rummeckern, damit gehen die Sachen nicht weg, sondern man muss sie wirklich entfernen. Also meine Botschaft ist ganz einfach, den Nazis zu zeigen, mit mir nicht. Und das macht sie seit über 30 Jahren. Das stand so in der Wand und das habe ich daraus gemacht. Wegen dieses und anderer Graffitis hat das Amtsgericht Eisenach die 73-Jährige jetzt zu einer Geldstrafe von über 1.000 Euro verurteilt. Sachbeschädigung. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich bin Intensivtäterin, denn ich habe an die 130.000 Mal Sachen beschädigt. Und wenn mir dann noch gesagt wird, wenn ich ein Hakenkreuz übersprühe oder mit Farbe bespritze, es wäre schlimmer, das Hakenkreuz so unkenntlich zu machen, als es stehen zu lassen, dann klingeln bei mir ganz laut die Alarmglocken. Etwa 85.000 Nazi-Aufkleber hat Irmela Mensah-Schramm in den vergangenen Jahren einfach so entfernt. Und obwohl sie 2016 schon einmal wegen Sachbeschädigung vor Gericht musste, gelernt hat sie daraus nichts. Ich kann nicht daran vorbeilaufen und sagen, mir ist es egal. Ich will es nicht. Ja nun, an verfassungsfeindlichen Parolen gleichgültig vorbeizulaufen ist legal. Sie zu übermalen ist leider verboten. Was hätte das Gericht denn da machen sollen? Das Gericht hätte sagen sollen, eigentlich wundere ich mich, dass wir Sie vorgeladen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Von mir aus können Sie wieder sprechen. Die alte Dame sprüht weiter und riskiert die nächste Strafe. Zivilcourage muss man sich in Deutschland eben leisten können. Das war der extra Jahresrückblick 2019. Wir machen Winterpause bis zum 15. Januar. Schöne Feiertage, machen Sie es gut. Bis bald.